Läuft, ne? Ja. Herzlich willkommen hier in Füssen. Wir sind gar nicht in Füssen. Neuschwanstein steht heute auf dem Zettel. Und wegen Pandemie ist es so, dass man nicht da ad hoc reinlaufen kann. Wir haben jetzt ein Ticket gekauft und unsere Einlasszeit ist um 13.10 Uhr. Also bleibt genug Zeit, einfach mal ja, hier auf den Berg zu gehen. Wir haben gesehen, hier gibt es einen Tümpelsee ganz in der Nähe. Da den Alpsee? Richtig, den Alpsee. Da laufen wir jetzt hin, gehen einmal drum zu. Und dann nochmal, dann schleichen wir ein bisschen hier durchs Gebirge, genießen die Ausblicke, wenn es denn welche gibt, weil wenn man so dahinter guckt, da ist überall Nebel bis jetzt. Aber vielleicht erhaschen wir so ein paar schöne Ausblicke hier auf die Schlösser und auf den leeren Forgensee. Bis gleich. Genau. Bis dann. Parkplätze gibt es hier genug, auch alles leer im Moment. Es sind wenig ausländische Besucher da aufgrund der Pandemiesituation. Das ist nicht so ganz schlecht für uns, weil man sagt uns eben, an der Führung dürfen maximal 10 Leute teilnehmen. Gespannt, wie das wird. Wahrscheinlich sehr intensiv. So, und da haben wir schon das Schloss. Liegt noch so ein bisschen unterhalb des Nebels. Scheint eine ganz gute Aussicht zu sein, noch von da oben. Nur gelesen, da kann man jetzt nicht hochfahren. Also machen wir uns auf den Weg. Gucken erstmal, welcher Weg uns hier am besten gefällt. Wir haben ja echt noch 3 Stunden Zeit. Geht los. Tickets fürs Schloss muss man sich übrigens schon beim Parkplatz kaufen. Wir haben gehört, oben gibt es keine mehr. Das wäre schon mega ärgerlich, wenn man da hochflitzt. Ja, kann kein Ticket kaufen. Hier gibt es auch ziemlich viele Restriktionen für den Besuch. Ja, gehen wir erstmal zum See und suchen uns einen schönen Wanderweg. Da liegt das Schloss schön in der Sonne und der Nebel verzieht sich so langsam. Ja, und hier gibt es ja noch ein Schloss, Hohenschwangau. Steht heute erstmal nicht auf dem Zettel. Das lassen wir erstmal rechts liegen. Also, wir haben jetzt fast 11 Uhr. Normalerweise ist das hier voll von Touristen und jetzt nichts los. Pandemie. Das sind schon wirklich prunkvolle und sehenswerte Gebäude hier. Ja, nur keiner da, der so mit sehen will. Der Alpsee, auch ein bisschen niedriger Wasserstand und hier steht, die Badesaison ist vorbei. Naja, nicht so schlimm. Der Seeweg ist erstmal so ein ja, familientauglicher Wirtschaftsweg. Normalerweise würden wir sagen, ist schon langweilig, aber hier. So ein Panorama, ne? Da kann man nicht sagen, ist langweilig oder so. Felsen, Wasser, wahrscheinlich mega türkis, wenn die Sonne rauskommt. Dann nehmen wir auch so ein Weg in Kauf. Wenn man dann so da hochguckt, da wollen wir ja gleich mal hochlaufen, da sind die Tannenspitzen vereist, ne? Kann man so nicht erkennen. Deswegen müssen wir hinlaufen. Erster kurzer Stopp, schönen Bank mit einem klasse Ausblick. Ja, ich schätze, wir würden das Ganze mal 4 Schlösserblick taufen. Ein Schloss da oben, das zweite dann im See, noch eins im See und wieder da hinten. Herrlich. Und ganz oben, da kann man sehen, sonnige Berge. So kann es weitergehen. Nach unzähligen Fotos geht es jetzt hier weiter. Zumindest wissen wir jetzt, wo die Fotografen hocken, um ihre schönen Bilder für die ganzen Postkarten zu machen. Und hier am Alpsee, auf einer schönen Bank da vorne. Toller Ausblick. Weiter. Ja, welchen Weg nehmen wir jetzt mal? Unterer Winterzuweg. Sieht ganz gut aus. Das könnte unser Weg sein. Wir scheinen der Schneegrenze mal näher zu kommen. Da oben sind vereiste Bäume. Hier unten ist allerdings noch alles sehr herbstlich. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, ist doch jedes Mal das gleiche in den Bergen. Bevor man zum schönen Ausblick kommt, erstmal dieses Gekraxel, Geschnaufe den Berg hoch. Hoch! Ey, schöner Blick auf den Forgensee da hinten. Ja, wird aber sicherlich noch einen besseren Ausblick geben, also erstmal weiter Berg hoch. Die meiste Kletterei haben wir jetzt hinter uns, den etwas größeren Fahrweg auch.
Der wurde zwischenzeitlich mal ein bisschen kleiner und schmaler. Aber jetzt sind wir hier auf so einem schönen kleinen Steig gelandet. Der führt uns durch so einen echt tollen Wald, parallel zum Hang in Richtung Neuschwanstein, hoffentlich. Der Steig überzeugt uns und vor allen Dingen dieser Ausblick. Wenn man rüber guckt, erstmal den Alpsee und ein bisschen weiter hinten, da guckt man noch auf den Forgensee. Ganz guter Einstieg. Es fehlt jetzt nur wirklich mal eine richtig schöne Rastmöglichkeit. Und über uns, ja, das sind mal richtig mächtige Felsen. Geht weit hoch bis da oben. Ja, da ist es immer noch so ein bisschen kalt, scheint mir noch ein bisschen vereist. Wir sind eher auf der Suche nach der Sonne, gehen erstmal weiter parallel zum Hang. Aber auch hier ist das immer wieder so ein Auf und Ab. So ein bisschen neidisch sind wir schon auf diese Leute unten in Schwangau, weil da hinten scheint die Sonne, hier bei uns noch nicht. Dadurch, dass die Bäume noch bis eben vereist waren, tropft das die ganze Zeit. Herrlicher Blick über den Alpsee von hier oben. Forchensee so ein bisschen. Schnee hier unten. Ja, wir haben jetzt so Ende November. Ist schon ein bisschen kälter hier in den Bergen. Oh. Jawohl. Das ist ein Ausblick hier. Da knallt wohl im Winter das Wasser runter zur Schneeschmelze. Ja, irgendwie muss der Forchensee auch wieder voll werden, ne? Der Weg hier ist wirklich schön schlängelig und abwechslungsreich. Ja, Ausblick hat man im Winter mehr als im Sommer, schätze ich. Ganz, ganz viele Abgänge von Gebirgsflüssen gibt es hier. Was uns gerade fehlt, ist mal richtig freier Ausblick ins Tal. Weil beim Wandern soll man ja stehen bleiben und gucken und nicht laufen und gucken. Das ist meistens der Grund, warum wir immer so rumtrödeln und irgendwie nicht vom Fleck kommen. Ja, und dann sowas. Jetzt muss man einfach stehen bleiben und mal nach oben schauen zu diesen großen Felsen da. Na, kann man aus so einem Film gar nicht richtig wiedergeben. Total imposant und irgendwie ein richtig klasse Eindruck. Ja, vielleicht sogar ein bisschen beängstigend. Man sieht, wie viele Bäume hier schon rumliegen. Und hier und da sieht man auch ganz ordentliche Felsklötze, die runtergefallen sind. Stark, wirklich stark. Wenn man über die Königsschlösser spricht, redet man eigentlich immer nur über Schloss Neuschwanstein, aber hier gibt es ja auch noch Hohenschwangau. Das schöne Schloss da vorne liegt ganz prominent, bester Blick in die Ebene, auf Füssen. Und hier sehen wir auch schöne Hangabsicherung gegen Steine. Vorne auch nochmal, und nach oben guckt wieder diese mächtigen Felsen. Wir haben aber für heute Glück gehabt, hier ist nichts passiert. Jetzt geht es vorsichtig weiter. Oh, was ist das denn hier? Sieht mir aus, als wäre es schon wieder so eine Absicherung. Ja, Wahnsinn. Das ist wegen der großen Felsen da oben. Muss richtig was los sein hier im Winter. Auf dem finalen Anstieg sind wir jetzt hoffentlich. Aber hier geht es nochmal ordentlich berghoch zum Schloss. Etwas links von uns verläuft die Fahrstraße. Da fuhr gerade ein Bus. Man fragt sich ja schon, warum man hier klettert, wenn direkt daneben auch ein Bus daherfährt. So ein bisschen habe ich auch gedacht, man käme hier ohne Treppen aus. Aber da hinten kommt das Elend, lauter Treppenstufen. Naja, ganz schöne Plackerei hier rauf. Aber jetzt schaut euch das mal an. Vereiste Bäume, super. Ja, hat sich gelohnt. Das sehen die aus dem Bus nämlich nicht. Kruzifix im Wald. Oh, ist jemand verunglückt.
bei diesem schönen schneebedeckten Wald kriegt man so richtig weihnachtliche Stimmung. Ja, reicht noch nicht ganz für den Schneemann, aber immerhin mal einen Anfang, ne? Oh, eine Brücke. Da liegt auch noch Schnee drauf. Oh, und wieder so eine Scharte. Hammer. Das ist aber ordentlich abgesichert da. Das ist aber sehr ordentlich. Oh, und hier waren schon andere vor uns heute. Wir haben bis jetzt auf der gesamten Tour nur zwei andere Wanderer getroffen. Wirklich wenig. So, jetzt sind wir beim Schloss Neuschwanstein gleich angekommen. Dieser obere Winterzuweg war wirklich sehr schön, ihr habt es auch gesehen, aber Ausblick auf die Schlösser war jetzt nicht so. Also es war wirklich trotz Winter und trotz fehlendem Laub an den Bäumen konnte man nicht wirklich auf die Schlösser drauf gucken. Und die Marienbrücke, da wollten wir eigentlich auch wohl hin, aber die ist aktuell gesperrt. Und deswegen müssen wir mal gucken, wo wir noch einen schönen Ausblick ergattern. Die letzten Meter zum Schloss sind jetzt auch nicht mehr auf so einem schönen Steig. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen farbig, aber ach, das waren vielleicht 2 Minuten. Und hier treffen wir jetzt auch wieder auf die ersten anderen Leute. Es war irgendwie toll im Wald. Menschenleer. Im Sommer ist es hier wahrscheinlich anders. Oh, Marienbrücke gesperrt. Ja, schade. Da hätte man mal einen schönen Ausblick gehabt, aber nützt ja nichts. Ja, die Marienbrücke. Von da entstehen immer diese wunderschönen Fotos mit sonnigem Schloss. Na, wir machen mal ein Foto bei Herbstwetter. Das hat keiner. Der alte Weg? Ja, scheinbar ist das hier der alte Weg. Mega gut gesichert hier mit Stacheldraht sogar. Scheinen doch viele Leute vom richtigen Weg abgekommen zu sein. Jetzt kommen wir doch noch hier zu unserem Ausblick. Herrlich. Fehlt ein bisschen Sonne. Naja. Aber Auto ist noch da. Ja, schon echt eindrucksvoll von hier unten. Riesig das Schloss. Ja, geht erstmal hier Berg hoch. Dann da nochmal wahrscheinlich ein paar Treppenstufen hoch. Naja. Hier geht es jetzt hoch gleich zur Besichtigung. Ja, auch hier wenig los. So kennt man es wahrscheinlich nicht oft hier. So ein bisschen mehr Flughafen hier. Man hat eine Tour mit einer Nummer. Dann gibt es da so ein Entry. Ja, dann muss man reingehen. Gucken, was dann passiert. Das war jetzt unser Besuch im Schloss Neuschwanstein. Die Führung hat so ungefähr 20 Minuten gedauert. Erwartungsgemäß durfte man nicht fotografieren oder filmen da drin. Aber schon imposant, dieses Schloss. Wirklich imposant. Der Ausblick von hier oben ist aber gigantisch. Ist weit ins Land rein und da hinten sogar mit Sonne. Nur noch wenige Schritte und dann sind wir beim Auto und beenden unsere kleine Runde, die also heute begann mit, ja, mit dem Ticketkauf und damit verbunden einer vorgegebenen Besuchszeit für das Schloss Neuschwanstein. Die haben wir genutzt und sind so 1,5 bis 2 Stunden über den Berg gelaufen, in einem richtig tollen Pfad. Dann der Besuch auf dem Schloss. Parken hat uns erst 8 Euro gekostet, der Eintritt nochmal 30 Euro für 2 Personen. Dafür kriegt man dann aber auch knappe 20 Minuten Führung in diesem großen Rohbau. Und jetzt halt schöner Abstieg. Wir haben einen Weg gefunden, der neben der ganzen Polonaise herführt. Das hat uns ganz gut gefallen. Und jetzt zum Auto und wieder retour zur Unterkunft. War ein schöner Weg.